Kann man tatsächlich 5 Kilogramm Fett in einer Woche abnehmen, wie das oft und gerne suggeriert wird? Und wie sieht es mit Sport aus? Wie weit muss man zum Beispiel laufen, um 1 Kilogramm Fett abzunehmen? Das sind zwei meiner absoluten Lieblingsfragen und man kann sie relativ leicht mit Hilfe des Energieerhaltungssatzes und etwas Fermi-Rechnerei beantworten. Was besagt dieser Energieerhaltungssatz? Zusammengestaucht und vereinfacht kann man so sagen, die Menge der Energie ist immer konstant. Im Universum gibt es also immer gleich viel Joule. Diese können weder erzeugt noch vernichtet werden. Sie können nur in gewisser Weise ihre Verpackung ändern. Wenn bei diesem Raketenstart zum Beispiel sehr spektakulär kinetische, potenzielle und thermische Energie zunehmen, muss eine andere Energieform um exakt diesen Betrag abnehmen. In diesem Fall ist es die chemische Energie des Treibstoffs. Warum muss das so sein? Weil eben die Menge der Joule immer konstant bleiben muss. Dieser Energieerhaltungssatz ist ein ehernes Gesetz des Universums. Und was hat das jetzt mit uns Menschen zu tun? Nun, die Energieerhaltung als wichtigstes naturwissenschaftliches Gesetz macht natürlich auch vor unserem Organismus nicht Halt. Sehen wir uns einmal die Energieflüsse bei einem Menschen an. Über die Nahrung fließt chemische Energie in unseren Organismus. Man nennt diese chemische Energie auch den Nährwert oder den Brennwert. Die chemische Energie befindet sich in den Kohlenhydraten, Fetten und Proteinen in der Nahrung. Psst, auch Alkohol hat einen Brennwert, und zwar sogar einen ziemlich hohen. Aus den Trinkstatistiken kann man abschätzen, dass die Österreicherinnen und Österreicher sagenhafte 9% ihres Tagesbedarfs in Form von Alkohol decken. Die vom Körper aufgenommene chemische Energie wird in einer wirklich sehr, sehr komplizierten biochemischen Kaskade freigesetzt und letztlich zu 100% in Wärme umgewandelt und verlässt so wieder unseren Körper. Dieser Energieoutput ist vom Grund- und vom Leistungsumsatz abhängig, also davon, wie sehr wir körperlich aktiv sind. Man kann den thermischen Energieoutput eines Menschen sehr gut im Wärmebild erkennen. Ob man nun Fett zunimmt oder abnimmt oder seine Masse halten kann, hängt ausschließlich von der Energiebilanz ab. Wenn gleich viel Energie hineinfließt wie hinausfließt, dann behält man seine Masse. Wenn auf Dauer mehr Energie in den Körper fließt als hinausfließt, dann nimmt man zu. Und wenn umgekehrt auf Dauer mehr Energie rausfließt als hineinfließt, dann nimmt man Fett ab. So einfach ist das. Um abzunehmen, muss man also eine negative Energiebilanz erzeugen. Man muss weniger essen, das verringert den Input, und sein Leben aktiver gestalten, das erhöht den Output. Also ich finde diesen Mechanismus großartig. Auf unterster Ebene ist nämlich Zu- und Abnehmen reine Physik. Warum werden die überschüssigen Joule leider immer in Form von Fett gespeichert? Das liegt daran, dass es eigentlich nur drei große Energiespeichersysteme im Körper gibt. Das sind zunächst einmal die Kohlenhydratspeicher. Die Kohlenhydrate werden vor allem in den Muskeln und in der Leber gespeichert, aber mit 2% machen sie nur einen kleinen Anteil an der Gesamtenergiemenge aus. Zweitens gibt es die Proteine, die befinden sich aber fast ausschließlich in der Muskulatur und werden vom Körper mit Zähnen und Klauen verteidigt. Wenn man nämlich den Proteinspeicher leeren würde, würde man gleichzeitig Muskelmasse verlieren und das ist sehr ungesund. Unabsichtlich, also dass man Muskelmasse verliert, passiert das in der Anfangsphase einer Crash-Diät. Der mit Abstand größte Energiespeicher im Körper ist nun mal der Fettspeicher. Er ist über den Daumen rund 50 Mal so groß wie der Kohlenhydratspeicher. Und weil der Körper die Proteine und Kohlenhydrate aus der Nahrung ebenfalls in Fette umwandeln kann, wird auf lange Sicht jedes überschüssige Joule in diesen Fettspeichern gebunkert. Mit Energieerhaltungssatz und Energiebilanz bewaffnet, können wir uns jetzt die eingangs gestellten Fragen zur Brust nehmen. Kann man 5 Kilogramm Fett in einer Woche abnehmen? Nehmen wir dazu den radikalsten Fall einer Diät, nämlich eine Null-Diät. Bei dieser beträgt der Energieinput 0 Joule. Nehmen wir für den Output einen täglichen Gesamtumsatz von 10.000 Kilojoule an. Das ist nicht nur eine schöne runde Zahl, sondern auch ein gendergerechter Wert. 10.000 Kilojoule liegen nämlich am oberen Ende des Gesamtumsatzes einer Frau und am unteren Ende des Gesamtumsatzes eines Mannes. Der Brennwert von einem Kilogramm Körperfett beträgt etwa 30.000 Kilojoule.
Und jetzt sieht man schon mit freiem Auge, wenn jeden Tag 10.000 Kilojoule aus dem Körper rausfließen, dann summiert sich das in 3 Tagen auf 30.000 Kilojoule und somit auf den Brennwert von 1 Kilogramm Körperfett. Fazit: Selbst mit einer Nulldiät kann man in 3 Tagen bloß 1 Kilogramm Fett abnehmen. In einer Woche kann man also maximal ein bisschen über 2 Kilogramm schaffen. Wenn man in einer Woche tatsächlich 5 Kilogramm abnimmt, dann sind 3 Kilogramm von irgendetwas anderem dabei. Vor allem Flüssigkeit, aber auch Darminhalt und im Falle einer Crash-Diät eben leider auch Muskelmasse. 5 Kilogramm Fett in einer Woche abzunehmen ist also physikalisch gesehen ein absolutes Ding der Unmöglichkeit. Und wenn das in der Werbung tatsächlich suggeriert wird, dann ist das astreiner Etikettenschwindel. Jetzt ist noch die Frage offen, wie weit man laufen muss, um 1 Kilogramm Fett abzunehmen. Die Antwort schmerzt. Es gibt dazu eine sehr griffige Faustregel aus der Physiologie. Wenn man 1 Kilometer läuft, dann setzt man pro Kilogramm Körpermasse 1 Kilokalorie um. Eine Person mit 70 Kilogramm setzt also, wenn sie 1 Kilometer läuft, 70 Kilokalorien um. In der Physik soll man ja immer brav in SI-Einheiten und somit in Joule rechnen. Wir müssen diesen Wert also noch mit 4,2 multiplizieren. 70 Kilokalorien pro Kilometer sind also rund 300 Kilojoule pro Kilometer. Und weil 1 Kilogramm Körperfett 30.000 Kilojoule sind, sieht man schon wieder mit freiem Auge, dass man 100 Kilometer weit laufen muss, um 1 Kilogramm Fett abzunehmen. Autsch. Der Umsatz pro Kilometer hängt ja von der Masse ab. Wenn man die Rechnung von vorhin für verschiedene Massen durchführt, dann bekommt man dieses Ergebnis hier. Eine Person mit 100 Kilogramm müsste also nur 70 Kilometer laufen, eine Person mit 50 Kilogramm jedoch 140 Kilometer, um 1 Kilogramm Fett abzunehmen. Die gute Nachricht ist aber, man kann die Strecke natürlich auf so viele Portionen aufteilen, wie man möchte. Das ist die unbequeme physikalische Wahrheit. Berechnet mit Hilfe des Energieerhaltungssatzes.